Zweites Spiel für Murat Salah, den neuen Trainer der VSG Altklinike. René Klingbeil mit dem FC KSS Jena war zu Gast. Das erste Punktspiel seit über 3 Wochen für die Thüringer. Die VSG am Dienstag mit dem Sieg gegen Chemnitz im Nachholspiel und mit viel Rückenwind. Die 4. Minute, Fehler Butzen und Gergi. Gergi im Strafraum gegen Butzen. Pass in die Mitte, geblockt, dann ist Gergi da, der Pfosten. Erste Riesenmöglichkeit für die VSG. Toljai Gergi gegen Nils Butzen. Dann hat er das Auge für den Nebenmann, für Kashi im Zentrum. Justin Schau kann das verhindern. Gergi kommt dann nochmal zum Schuss. Aus 3 Metern trifft er nur das Aluminium. Die 11. Minute. Engel auf der linken Seite, Doppelpass mit Gogia. Engel aus der Distanz zieht ab und wieder ist das Aluminium zur Stelle. Rettet für Carl Zeiss Jena diesmal das Lattenkreuz beim Schuss von Jakob Engel. Bärenstarker Beginn der VSG. Aber Jena kam so nach 20, 25 Minuten besser ins Spiel. Ecke von Lemmel, der Kopfball von Halili und Lino Kasten im Tor der VSG. Die Situation dann von Schiedsrichter Rose aus Schwerin abgepfiffen, weil Kasten auf der Torlinie von Muyomo noch bedrängt wurde. Die 41. Minute, die beste Phase des FC Carl Zeiss Jena. Nils Butzen, der besser wurde im Verlaufe der Partie. Und Gibson mit der Riesenmöglichkeit. Aber Engel stellt sich ihm in den Weg. 400 Fans des FC Carl Zeiss Jena dennoch zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft, die in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Glück hatte. Gogia mit diesem Freistoß. Sean Kauter und wieder Aluminium zum 3. Mal. Pfosten oder Latte. Sean Kauter, der Innenverteidiger, bringt da keinen wirklichen Druck hinter den Ball. Der kommt als Bogenlampe angeflogen und landet oben auf der Latte. René Klingbeil, der hier im Jahn-Sportpark vor 6 Jahren sein allerletztes Punktspiel als Aktiver bestritten hatte. Damals 4:0 gegen den BFC und Jena stieg in die 3. Liga auf. Die 2. Halbzeit, beide Teams neutralisierten sich lange. Erst in der 70. Minute wieder Torgefahr. Gogia und Caesar. Gute Möglichkeit für die VSG. Murat Salah, am Donnerstag 47 Jahre alt geworden, wartet noch auf das Geburtstagsgeschenk seiner neuen Mannschaft. Die 72. Minute. Gogia auf den eingewechselten Kobylanski. Und da fehlte ganz, ganz wenig. Striezel ist zur Stelle und klärt die Situation. Die VSG jetzt am Drücker. Nur 5 Minuten später. Gergi, über den nahezu alles lief. Tesel, der Ex-Jena, war eingewechselt worden. Pass ins Zentrum. Da kommt Kobylanski. War eine Menge los. Nils Butzen am Boden. Kobylanski kann diese Chance nicht nutzen. Und Nils Butzen musste dann verletzt ausgewechselt werden, weil er nach der Vorarbeit von Tesel, hier sehen wir das gleich, mit Gergi zusammenrauschte, wurde eine Weile behandelt und musste dann raus. Aber keine ernsthafte Verletzung. Kobylanski kann die Möglichkeit nicht nutzen. Die Schlussphase gehörte dann Carl Zeiss Jena. Dahlke wurde von Klingbeil relativ spät gebracht, etwa 10 Minuten vor dem Ende. 85. Minute, Freistoß Jena. Lukas Lemmel ist der Spezialist für die ruhenden Bälle. Lemmel und Kasten mit einigen Problemen kann den Freistoß von Lukas Lemmel aber entschärfen. Die 87. Minute, Sean Kauter, der Innenverteidiger in der gegnerischen Hälfte, jetzt im Rückwärtsgang. Und dann dieser Pass, dieser Katastrophenpass. Dahlke schnappt sich den Ball. Dahlke auf dem Weg zum 1:0. Nein, aber Muyomo, nein. Kaum zu glauben, dass der FC Carl Zeiss Jena diese Riesendoppelmöglichkeit liegen ließ in der Schlussphase dieser Partie. Wir schauen in aller Ruhe noch einmal drauf. Kauter hier mit diesem Pass. Zitarski zu langsam und Dahlke gedankenschnell. Er hat den Kopf oben, macht im Prinzip alles richtig, aber dann trifft er nur den Pfosten. Und was mit Jonathan Muyomo los war, das weiß vermutlich nur er allein. Muyomo hatte ja für die Nationalmannschaft Mosambiks
Letzte Woche sein erstes Tor erzielt. Hier lässt er den Sieg liegen. Es blieb beim 0:0. Hinten raus hat unser mosambikanischer Nationalspieler das Ding eigentlich auf dem Fuß. Aber ich bin sehr stolz auf die Truppe, so wie sie es verteidigt haben. Wir haben wieder 0:0 gespielt. Wir haben teilweise auch wirklich guten Fußball angeboten. Ich glaube, wir haben hier von beiden Mannschaften viel Spielerisches gesehen auf schwerem Boden. Und ich muss sagen, auch meine Jungs, die reingekommen sind, die haben die Pille heute geschluckt. Es war auf jeden Fall ein Spiel, was ein unheimliches Tempo, eine hohe Intensität hatte. Und ja, natürlich, wie gesagt, ich hätte mich gefreut, wenn wir die 3 Punkte hier behalten hätten. Aber zumindest ist es so, dass wir auch hinten gut gestanden haben, bis auf die eine Situation in der zweiten Halbzeit gegen Ende hin kaum was zugelassen haben. Carl Zeiss konnte mit diesem Unentschieden besser leben als die VSG. Die Thüringer seit mittlerweile 6 Spielen ohne Niederlage.